weil er eben unter so dramatischen Umständen zustande gekommen ist. Und dann kommt H.G. Winkler auf Halla. Schon beim ersten Ritt auf regennasser Bahn ist er mit 4 Fehlern der Beste. Am letzten Hindernis zieht sich Winkler einen Muskelriss zu. Doch er gibt nicht auf. Mit schmerzverzerrtem Gesicht reitet er am Nachmittag abermals und ohne Fehler nimmt Halla die Hindernisse. Diese unerhörte Energieleistung bedeutet eine Goldmedaille für H.G. Winkler und eine weitere Goldmedaille für die deutsche Mannschaft. Mit 6 von 12 möglichen Medaillen wird Deutschland die erfolgreichste Nation der Olympischen Reiterspiele in Stockholm. Ein schweres Unwetter lag in der vergangenen Nacht über Baden-Württemberg. Hagel, heftiger Regen und Sturm richteten Schäden in Millionenhöhe an. Westlich von Karlsruhe hat eine Windhose eine etwa 9 Kilometer lange und 300 Meter breite Schneise durch die Wälder geschlagen. Die umgestürzten Bäume sind zum Teil nur noch als Brennholz zu verwerten. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Karlsruhe beläuft sich der angerichtete Waldschaden allein in ihrem Bereich auf etwa 3 Millionen Mark. Mit den Gewittern in der letzten Nacht ist es auch in Süddeutschland kalt geworden. Nach 30 Grad gestern waren es dort heute teilweise nur noch 11 Grad. In ganz Deutschland gab es Schauer und Gewitter. Nur im mittleren Deutschland sieht man auf unserem Satellitenfoto einen Streifen mit größeren Wolkenlücken. Aber selbst die Sonne schaffte nur selten mehr als 17 Grad. Zur Vorhersage hören wir Herrn Wesp. Kalte Luft ist, wie heute wieder auf der Rückseite dieser Luftmassengrenze nach Mitteleuropa eingeflossen, verehrte Zuschauer, und sie lässt uns jetzt in dieser Jahreszeit schnattern statt schwitzen. Eine nicht so schöne Lage für die Urlauber, denn sie suchen ja jetzt die Wärme und die Sonne. Allerdings dehnt sich von dem Atlantischen Hoch jetzt ein schwacher Keil nach Mitteleuropa hinaus und er sorgt dafür, dass die Kaltluft bei uns erst einmal kurz zur Ruhe kommt und sich auch die Wolken auflösen. Aber man sollte nicht zu früh frohlocken, denn über Irland liegt schon das nächste Frontensystem mit Wolken und Niederschlag und es zieht sehr rasch nach Südosten, wird bis zum Samstagmittag Deutschland nach Osten hin vollkommen überquert haben und im Süden an den Alpen angelangt sein. Nun ist es in der kommenden Nacht im Osten und auch im Südosten Deutschlands noch stark bewölkt bis bedeckt und es regnet örtlich, ja teilweise gibt es auch noch hier und da Gewitter. In den anderen Bereichen Deutschlands ist es teils wolkig, teils aber auch schon klar und dieses Aufklaren setzt sich in der zweiten Nachthälfte im Osten und auch im Südosten durch. Die Temperaturen liegen bei der kalten Luft zwischen 6 und auch 11 Grad in der Nacht. Nun, morgen am Tage ist es vormittags, anfangs heiter, sonnenwolkig, dann aber auch heiter. Im Laufe des Mittags allerdings wird im Norden Deutschlands von Westen her schon wieder die Bewölkung zunehmen und nachfolgend gibt es örtlich Regen. Im Süden hält das schönere Wetter noch an. Temperaturen gehen aber nicht über 20 Grad, nur an ganz wenigen Stellen wie im Südwesten. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig und kommt aus Südwest bis West. Soweit die Wettervorhersage von Herrn Wesp. Im Heute-Journal um 21.45 Uhr. Streit um Südafrika. Commonwealth-Spiele ohne Spieler. Palaver im Palazzo. Regierungsbildung auf Italienisch. Und Wetterleuchten über den Alpen. Der Streit um Wackersdorf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Irischer Frühling in naturmilden Deos. Taufrisch, blütenfrisch und frühlingsfrisch. Deos von irischer Frühling auch als Roller und Stift. Von erfrischend sanfter Natur. Ich achte schon darauf, womit ich putze. Ajax ist biologisch abbaubar. Warum ich Ajax benutze? Weil es die Umwelt schont. Rate mal, was an Ajax das Neue ist. Die grüne Ecke. Ajax ohne Phosphate, der Umwelt zuliebe.
Können es sich moderne, sportliche Frauen eigentlich erlauben, Schokolade zu essen? Ich heiße Ulrike Jokiel, also ich esse unheimlich gern Schokolade. Ich stehe sogar manchmal nachts auf und hole mir welche. Aber sie muss unbedingt leicht schmecken, das ist ganz wichtig. Und deswegen esse ich am liebsten die Jogurette. Ja, die Jogurette, die schmeckt so himmlisch joghurtleicht. Chris ist leicht, fruchtig, spritzig. Chris ist Frucht mit Temperament. Fruchtig, spritzig, 6% Chris. Milli, du hast noch 5 Minuten. Zeig's den Jungs. Heiße Bohnen mit Rindfleisch. Sheriff, das war wirklich 5 vor 12. Die 5 Minuten-Terrine und Magie, eine tolle Idee. Die Blender Dent Medic. Sie ist geformt wie ein zahnärztliches Instrument. Damit man auch die hinteren, schwer zugänglichen Backenzähne richtig erreichen kann. Zum Schutz vor Karies und Parodontose. Die Blender Dent Medic. Geformt wie ein zahnärztliches Instrument. Ach nein. Na, eine Tasse Kaffee? Oh, nein, 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 nicht dieses Filterpapier. Eine Kaffeebohne? Ich bin Bonnie, Filterpapier-Expertin. Nimm Melitta-Filtertüten. Die haben viele filterfeine Aromaporen. Die lassen nur den guten Kaffeegeschmack durch. Mm. Schmeckt der Kaffee bei Ihnen zu Hause auch so gut? Ja, ja. Melitta. Grazie und jugendliche Frische strahlt nur ein gesunder Körper aus. Stärken auch Sie Ihren gesamten Organismus mit Thai Ginseng. Thai Ginseng vitalisiert und regeneriert Körper und Geist. Mhm, wirklich eine tolle Küche. Und auch einfach zu reinigen. Auch ohne Putzstreifen? Ja, deshalb empfehlen wir vom Pockenpool den Allzweckreiniger Andy. Wir haben Andy gegen andere Allzweckreiniger getestet. Ja, ja, nass sieht's immer sauber aus. Warten Sie, gleich wird's trocken. Links Putzstreifen wie so oft, aber bei Andy nicht die Spur von einem Streifen. Andy schafft streifenlose Sauberkeit. Und wer jetzt 0721 20101 wählt, kann gewinnen. 5 Pockenpool Küchen und Geld. Nur sagen, Andy schafft streifenlose Sauberkeit. Hallo, Karin. Hallo, Schwesterchen. Die Wäsche sieht gut aus, nicht? Ja, gerade in der Sonne. Komm in den Schatten. Mami, was ist ein Schatten? Schau aufs Hemd. Siehst du? So gibt's Schatten. Okay? Okay. Aber Karin,
Wo kommen diese Schatten her? Na, von den Bäumen. Du, das sind Schmutzschatten. Ach, das passiert manchmal bei niedrigen Temperaturen. Du, versuch doch mal mit Ariel. Damit wird's vor und tief rein, ohne den kleinsten Schatten. Schon bei niedrigen Temperaturen? Ja, schon bei niedrigen Temperaturen löst Ariel den Schmutz nicht nur oberflächlich, sondern auch tief aus dem Gewebe, ohne den kleinsten Schatten. Herrlich. Die ganze Wäsche ist so richtig frisch und sauber. Und hier, das Hemd. Nicht eine Spur von Schatten. Ja, Ariel wäscht eben vor und tief rein. Ja, porentiefe Reinheit ohne den kleinsten Schatten mit Ariel. Jetzt auch phosphatfrei. Eau de Toilette Deodorant für den Mann. Axe, jetzt neu. Oriental und Libre. Axe, der Duft, der Frauen provoziert. Wer sahnig weine, zwölf Geschmack ist sahnenhaft. Ist sahnenhaft. Ah, ist so sahnenhaft im Kaffee. Feine 12 ist die feine Kondensmilch aus Milch plus Sahne. Nichts geht über Bärenmarke. In den Jahren 83 und 85 hatten wir Sie, die Zuschauer, zu zwei großen Wunschkonzerten der Chöre eingeladen. Sie waren damals unsere Programmgestalter. Die schönsten Melodien aus diesen beiden Chorsendungen, die unter dem Motto »Sing mit uns« standen, präsentiert Ihnen nun Caroline Reiber. Ich wünsche gute Unterhaltung bei der Sendung, die wir in Stereoton ausstrahlen.